Geliebter Vater, du Schöpfer der wahren Liebe, unserem einen Selbst. Unsere Hingabe ist dein, denn wir können nicht zwei Herren dienen. Nur deine Gedanken sind wahr. Nur deine Liebe hat uns erschaffen. Nur dein Licht lässt uns wahrhaft leuchten. Wir, dein geliebter Sohn, können nicht krank sein, denn die Liebe kann nicht leiden, nicht angreifen. Wir sind die Liebe selbst, ein Teil von dir, Vater, so unverletzlich, vollkommen göttlich und ewig wertvoll. Krankheit und Angst sind Illusionen dieser Welt und existieren in dir, Gott, nicht. In dir weilt unser innerer Altar des Friedens. Von dort ruft deine Stimme unaufhörlich zur Umkehr unseres Denkens. Bruder, so rufe ich auch dich im Namen des Vaters. Sei bereit, dich zu erinnern, was du in Wahrheit bist. Gott ist in deiner Erinnerung. Du bist bereits in Gott. Er wird den letzten Schritt tun für die Umkehrung der Wahrnehmung in Erkenntnis. Erkenntnis ist von Gott und nur von Gott. Nimm an, was du in Wahrheit bist. Sei willens, dich jetzt zu erinnern und dich in der wahren Wahrnehmung zu üben. Nur Gott ist wahr, ist Tatsache, ist deine Ursache. Du bist seine Wirkung. Durch dich wollen alle seine Gaben gegeben werden. Gib sie jetzt in all deiner Liebe, in all deiner Herrlichkeit und Heiligkeit, in all deinem Frieden. Gott, unser Vater, liebt dich und er liebt dich jetzt. Erblickend in deinem wahren Selbst, in dir. Du bist das Ebenbild unseres Schöpfers, erschaffen aus seiner Liebe zu dir. Vertraue und gib dich hin. Amen.